Gold und Edelmetalle haben seit jeher eine geheimnisvolle Faszination auf Menschen. Früher wurden sie ausschließlich für Schmuck und Kultgegenstände verwendet. Heute haben Edelmetalle in Medizin, Technik und auch Wirtschaft eine große Bedeutung. Niemand weiß das besser als der Wiener Traditionsbetrieb Ögusa, Österreichs Gold- und Silberscheideanstalt. Das Unternehmen hat in seinem Entstehen zwei Wurzeln, nämlich die Firma Scheid und die Firma Rössler. Beide Unternehmen waren sehr renommierte Edelmetallunternehmen hier in Wien. Und die beiden Unternehmen haben sich nach 100 Jahren Tätigkeit entschlossen, sich zusammenzuschließen und haben damit die Ögusa gebildet. Die Ögusa war immer ein Privatunternehmen und ist heute ein Bestandteil des weltweit tätigen Degussa-Konzerns. In vielen Haushalten gibt es alte Schmuckgegenstände oder Teile von Silberbesteck, die niemand mehr will. Wer das zu Geld machen möchte, kann sie in einer der Ögusa-Filialen oder in der Wiener Zentrale in der Liesinger Flurstraße abgeben. Die Palette ist vielfältig, die zu uns herkommt. Das beginnt mit der abgerissenen Ketten oder Armbändern. Das geht weiter über nicht mehr benötigte Eheringe, wenn also eine Scheidung stattgefunden hat. Sonstige Ringe, Broschen, Zahngold, altes, nicht mehr gebrauchtes Zahngold. Das geht weiter über Silbermünzen, über alte Besteckteile. Auch beim Silber gibt es Silberschmuck, der heute keine Verwendung mehr findet. Es ist so, dass in der Regel der Kunde eigentlich überrascht ist, welchen hohen Wert seine alten, nicht mehr gebrauchten Edelmetallabfälle noch haben. Speziell beim Bruchgold, beim sogenannten, ist das so. Es gibt natürlich auch Dinge wie Silbermünzen, die eher im Wert verloren haben, aber wo man auch nichts mehr anderes damit machen kann, als den Silberinhalt in irgendeiner Form zu verwerten. Nach dem Abwiegen des Goldes in der Annahmestelle kommt es in die benachbarte Kundenschmelze. Wer Lust hat, kann den Vorgang des Einschmelzens durch das Fenster beobachten. Die Schmuckgegenstände jedes einzelnen Kunden werden, natürlich getrennt voneinander, in Granittöpfe gegeben. Ein Flussmittel kommt dazu. Der Induktionsofen erhitzt das Gold auf über 1000 Grad Celsius und bringt es so zum Schmelzen. Das glühende Gold wird dann in Formen gegossen und anschließend in kaltem Wasser abgekühlt. Jeder Schmutz kann nun leicht vom Gold abgeschlagen werden. Nach dem Schmelzen kommen die Stücke zum Wiegen wieder zu uns herein zurück. Wir nehmen eine kleine Menge als Probe davon. Da gibt es zwei Möglichkeiten. In den meisten Fällen bohren wir ein Probeloch und diese Späne von diesem Stück gehen dann in unser Labor zur Analyse. Erst nach der Analyse im Labor kann mit dem Kunden abgerechnet werden. Denn dort werden die genauen Zusammensetzungen und somit der Wert festgestellt. Das Labor der Ögusa ist aber nicht nur für anfängliche Tests da, sondern ständig im Einsatz. Wir im analytischen Labor müssen alle Materialien auflösen. Wir benutzen dazu in der Regel Königswasser. Wir brauchen die Lösungen dann für unsere Maschinen, wo wir dann auf physikalischen Mitteln die Edelmetallgehalte und Spurenverunreinigungen bestimmen. Nachdem man jetzt die Zusammensetzungen kennt, versucht man die Edelmetalle, also zum Beispiel Gold, Silber, Platin, zu trennen und zu reinigen. Bei Silber geschieht das durch einen elektrolytischen Prozess. Das zu einer Platte verschmolzene Silber wird in ein spezielles Bad getaucht. Strom, der durchgeschickt wird, sorgt dafür, dass sich das reine Silber abtrennt und in Form von Silberkristallen an einer anderen Stelle ablegt. Der Schmutz bleibt im Bad zurück und von der Silberplatte ist am Ende nichts mehr übrig. In einem Mischer werden die Silberkristalle anschließend gewaschen.
Sie landen etwas spät in einem Hochofen. Nach der Erhitzung wird das flüssige Silber in eine Rinne geleert. Aus 2 mm großen Löchern tropft es nun in ein Wasserbad und gerinnt zu kleinen Kügelchen, dem Silbergranulat. Silbergranulat ist die Basis für die weitere Verarbeitung. Bei Gold ist der Prozess nicht ganz so einfach. Um Gold von anderen Metallen zu trennen, in der Fachsprache scheiden, braucht man eine größere Anlage, einen Reaktor. In diesem wird wie in einem Druckkochtopf mit Hilfe von viel Chemie Gold herausgelöst. Während oben das Gold übrig bleibt, landen am Ende des Vorganges die anderen Metalle und Verunreinigungen unten. Wir haben das Goldscheidgut jetzt in den Reaktor eingesetzt, ja, haben alles verschlossen, Säurezufuhr geöffnet, ja, den Druck noch gekontrolliert, ja, und jetzt wären wir soweit, die Anlage zu starten. Das Verfahren selbst ist patentrechtlich geschützt. Notwendig für den Ablauf ist allerdings, wie man hier am Blubbern erkennen kann, Sauerstoff. Erst nach diesem Vorgang ist es möglich, Gold in eine Elektrolyse vollständig reinzumachen. In der Galvanik wiederum passiert das Umgekehrte. Gold wird auf die verschiedenen Gegenstände aufgetragen. Auch hier sind es hauptsächlich elektrolytische Prozesse, die zum Beispiel diesen Engel zuerst mal entfetten. Anschließend wird er vernickelt und im Hauptgoldbad bekommt einen satten goldenen Glanz. Jeder, der weiß irgendwie seinen Schmuck, sein Kettel, das ist ein bisschen schwarz und das ist immer nicht so schön, der soll kommen, der kann sich das wieder ganz neu herrichten lassen, ist ausreichend stark vergoldet, abriebfest, da sind schon allerhand Sachen gekommen, die Leute wollten sogar ausgestopfte Vögel vergolden lassen, also das machen wir natürlich nicht, aber Rosen oder irgendwelche Orchideen, ist ohne weiteres möglich, dass man die vergolden kann. Besteck ist eine Kleinigkeit für die Galvaniker. Sie arbeiten so gut, dass sogar die Wiener Philharmoniker ihnen ihre Instrumente anvertrauen. Durch das Vergolden verbessert sich nämlich angeblich noch der Klang. Um eine Preisvorstellung zu haben, einen Sektkorken wie hier zu vergolden, kostet rund 350 Schilling. Im Betriebsbüro werden in der Zwischenzeit Gold und Silber gelagert. Von hier aus erfolgt die weitere Verarbeitung. Zum Beispiel erhalten Zahnärzte von der ÖGUSSA das Ausgangsmaterial für Zahnkronen. Ich stelle hier eine einfache Dentallegierung zusammen, die aber doch etwas komplizierter ist, eine Juwelierlegierung, denn eine Juwelierlegierung setzt sich meistens nur aus Gold, Silber, Kupfer, Nickel zusammen. Hier aber kommen auch Platin, Palladium und andere Metalle dazu. Goldbarren werden aus Goldgranulat hergestellt, das eine besonders hohe Reinheit hat. Sie werden in verschiedenen Größen angeboten. Hier entsteht ein 1 Kilo Barren.
Der relativ kleine, dafür sehr schwere Barren ist um die 130.000 Schilling wert. Silber wird geschmolzen und zu breiten Strängen geformt. Die goldene Farbe hier täuscht nur. In kleinen Stücken geschnitten, wartet das Silber darauf, zwischen großen Walzen weiterverarbeitet zu werden. Qualitäten. Braucht der Kunde eine hohe Qualität, laufen wir über unsere Glanzwalzen. Damit, mit diesem Glanz, mit dieser Glanzqualität der Silberbleche, kann man verschiedene Produkte herstellen. Ein Beispiel dafür wäre Silberschlüsseln, Silbertabletts, klassische Treibarbeiten aus Silber. Wir befinden uns hier im Drahtzug der Ögusser. Hier sieht man die einzelnen Fertigungsschritte eines Silberdrahtes. So bekommen wir ihn vom Betriebsbüro heraus. Er ist relativ stark, relativ dick. Die einzelnen Arbeitsschritte gehen dann weiter. Er wird bearbeitet, er wird dünner, dadurch wird er aber auch länger. Er wird so lang hier bei uns bearbeitet durch einzelne Arbeitsschritte, bis wir zum Schluss einen Draht erhalten, der ungefähr der Stärke eines menschlichen Haares entspricht. So wie der Silberdraht unter anderem für Schmuck verwendet wird, werden von der Ögusser noch mehr Teile als Vorprodukte für Juweliere hergestellt. Hier werden beispielsweise Wachsmodelle von Ringen in eine Gipsform eingegossen. Danach wird das gewünschte Edelmetall hinzugefügt und später fertig zur Bearbeitung durch den Goldschmied aus der Form herausgenommen. Sie warten nun gemeinsam mit anderen halbfertigen Produkten darauf, vom Goldschmied wieder in Schmuck umgewandelt zu werden. Und vielleicht landet der ja in ein paar Jahrzehnten wieder in der Ögusser. Die Produktpalette ist jedenfalls vielfältig. Aus allen Laden blitzt und glänzt es. Die Faszination, mit der Gold und Silber die Menschen in ihren Bann ziehen, hat bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren.